Hallo und herzlich willkommen wieder bei neulichimgarten.de/blog. Ich bin wieder in diesem brüllend heißen Gewächshaus hier. Und in diesem Gewächshaus, da waren ja Blattläuse vorhanden. Habe ich einen Film darüber gemacht, da ist der Film. Und um die zu bekämpfen, habe ich mir Tierchen besorgt. Hier, Nützlinge, Marienkäferlarven und Florfliegenlarven. Also, die waren horrend teuer. Also, auf die Größe gerechnet, auf das Gewicht gerechnet, waren die horrend teuer. Wahrscheinlich teurer wie Gold. Aber es ist die natürliche Art und Weise. Ich wollte mal versuchen, ob man mit auf die natürliche Art und Weise die Blattläuse unter Kontrolle kriegt. Gut. Die Marienkäfer, die hatten sie auch von alleine eingestellt. Die Marienkäferlarven, die sind leicht zu finden. Die Florfliegen ist eine andere Sache. Solange die Tierchen klein sind, fressen die. Wenn die erstmal groß sind, sind die nicht mehr standorttreu, diese Florfliegen. Und dann sind sie weg. So. Ob es eine Methode gibt, die hier zu halten, habe ich mich im Internet informiert. Da gibt es Florfliegenkisten. So was hier. Da sollen die drin nisten. Ja, das ist eine einfache Holzkiste. Mit Lamellen, Stroh da drin. Das kommt in die Ecke und da sollen die drin nisten. Das ganze Spiel soll rot sein, weil die Florfliegen auf rot stehen. Hier, ist eine ganz einfache Angelegenheit. Und heute geht es darum, wie man so ein Kistchen ganz einfach und ganz schnell und jeder wirklich selbst zusammenzimmern kann. Das machen wir jetzt mal. Und dann hoffe ich, dass diese Florfliegen, wenn man sie auch nicht sieht, ja, ich habe noch nie eine gesehen. Diese Kiste zum Beispiel steht schon draußen seit 2 Jahren und ich habe noch nie was da rein und rausfliegen sehen. Aber vielleicht hilft es ja. Ich war letztens auf einem Bio-Landhof, da hatten die auch im Gewächshaus so ein Ding stehen. Also, das bauen wir jetzt mal nach. Eine ganz einfache Sache. Was braucht man dazu? Als erstes eine möglichst unaufgeräumte Werkstatt, weil man hat ja auch sonst nichts zu tun, damit man auch jeden Schraubenzieher und jeden Hammer auch möglichst lange suchen muss, weil wirklich, man hat ja nichts anderes zu tun als Hobbygärtner. Also eine möglichst unaufgeräumte Werkstatt, eine Kreissäge, dann habe ich hier so diese Stapelboxen, die man für, was weiß ich, 2,50 Euro im Laden haben kann. Irgendwelche Brettchen, ich nehme jetzt hier altes Korklaminat, Wasserschaden. Dann braucht man rote Farbe, Nägelchen und einen Hammer. Eine ganz einfache Angelegenheit. Als erstes schneiden wir uns die Lamellen zurecht. Solche hier. Die passen genau da rein. Ganz simpel. Irgendeine spezielle Breite habe ich keine. Hauptsache, die geben ein bisschen Schutz. Und jetzt wird das ganze Spiel nur festgenagelt. So, erste ist drin. Und die andere Seite. Fast fertig. Einen habe ich freigelassen, da kommt jetzt das Stroh rein. Weil irgendwas müssen die auch haben, wo die drin nisten können. Fast fertig. Dann nageln wir noch die letzte Lamelle fest. Sieht doch schon mal gut aus. Damit das nachher nicht auf der Erde stehen muss, schneiden wir uns jetzt noch so einen Ständer. Also einfach nur ein Stückchen.
ein bisschen angespitzt, damit man es nachher auch schön in die Erde stecken kann. Und den Stock hinten drauf. Und jetzt wird gepinselt. Das ist jetzt eine Kindermalfarbe. Ich konnte jetzt keinen größeren Pinsel finden. Ich meine, das muss ja nicht schön sein. Es muss dem Tier schon nur gefallen. Das ist die Hauptsache. Aber wie gesagt, dieses eine, was ich eben gezeigt habe, das steht schon seit 3 Jahren hier rum. Allerdings draußen, nicht im Gewächshaus, sondern draußen. Und ich habe noch kein einziges Tier da rein und raus fliegen sehen. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und fertig ist der Flurfliegenkasten. Eine halbe Stunde Arbeit. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Und wenn es funktioniert, ich werde es beobachten. Einfach mal abwarten. Noch ein paar Minuten trocknen und dann bauen wir das Ding auf. Genug getrocknet. Der wird jetzt aufgestellt. Da hinten in die Ecke. Irgendwo, wo eine freie Fläche ist. Sieht doch ganz gut aus, oder nicht? Perfekt. Also wenn dieses leuchtende Ding jetzt nicht jede Florfliege im Umkreis von einem halben Kilometer hier anlockt, dann weiß ich es nicht. Habe ich also wieder was für die Natur getan. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt ja Leute, die meinen, ich hätte hier so eine konventionelle Sache. Nein, das ist gar nicht so. Hier gibt es so viele Ecken. Ich müsste mal bei Gelegenheit mal einen Bericht über mein riesiges Insektenhotel machen. Das habe ich im letzten Winter gebaut, oder vorletzten. Da gibt es so viele Ecken, also das ist gar nicht so konventionell, wie das scheint hier. Gut, das war Flurfliegenkasten. Wer mehr wissen will, neulich im garten.de/blog, YouTube-Kanal RR-Hase, jede Menge mehr. Da sind noch ein paar Links von mir, da der Link zum Abonnieren. Lesen den Bericht, den Blogartikel zum Film und dann Fragen stellen. Und bis demnächst, frohes Schaffen, gute Ernte.